Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Der Max hat ja gerade. Nein. Was denn? Schweig. Schweig. Darf man nicht sagen. Darf man, nein, oh. Erkläre ich dir danach. Aber jetzt nicht sagen. Wirklich. Okay, dann sage ich nicht, dass du gerade... Sei still! Meine Güte! Das kann nicht sein! Okay, okay. Wenn die Massen danach verlangen, dann kann ich... Boah, ich, also ihr beide kriegt... Boah, morgen... Morgen kriegt, also ich krieg halt immer von jemandem SMS und zwar. Ah, du kriegst. Ah. Ja, SMS von jemand schreibt von seinem Handy auf meine E-Mail-Adresse. Ja. Und die schreibt mir. Mach mal die Handynummer weg am besten. Oder ist das keine Handynummer? Das ist eine Handynummer, aber ich zitiere es einfach mal. Ja. Ich habe immer gedacht, du bist so schlank, aber bist doch ein bisschen dick, mein Naruto. Von wem kommt denn diese Nachricht? Ich weiß nicht, ich kenne ihren Namen nicht. Aber du weißt, dass es eine sie ist. Ich weiß, dass es eine sie ist. Natürlich. Ja. Ohne Scheiß, seit ich bei Games arbeite, schreibt mir die. Ohne Witz. Du bist aber auch ein heißer Feger. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, also du kannst ja jeder haben. Ne? Ich kann nichts dafür. Das muss ich euch auch mal leider sagen. Also der Maxi spielt ja nicht nur den Rockstar, sondern ist der Einzige, der hier wirklich authentisch irgendwie sich selber spielt. Und da muss ich euch enttäuschen, so, der kann jeder haben. Ich verliere dir zwar hin und wieder mal ein Wortgefecht, ja, ich bin auch manchmal der Schwache und der Sensible. Ja. Aber der durchaus... Der Bizeps haut das wieder raus. Wenn ihr den mal... oben ohne seht, da fallt ihr aber ganz schnell in Ohnmacht. Ja, das ist kein Fett, was ihr da seht, das ist Volumen. Ja, ganz einfach. Ja, das ist pure Muskelmasse. Ja, das ist wirklich ein Adonis. Weißt du jetzt, du sollst öfters einfach wenn mal hier sein. Wenn ich so Bildhauer wäre irgendwie, dann würde ich den ganzen Tag nur den feinsten Marmor verarbeiten, um Maxi zu formen. Ist wirklich so. Ohne Scheiß, das war nicht ohne Ironie. Nein. Du solltest echt mal, ich hätte echt mal Lust, zusammen mit dir im Bereich zu machen. Also über längere Zeit, so ein Vertrag und so im Hintergrund und so. Also ich hätte da Lust drauf, tatsächlich, ja? Der andere ist im Urlaub, wir machen Sex. Ja, komm, lass uns mal machen. Das Problem ist, einer muss ja auch dann für den Inhalt sorgen. Ja, komm, das kannst du beiden Urlaub nehmen, dann wird das schwer. Ich sorge für die Optik, du für den Inhalt, ist doch super. Ich war schon mal Max bei, wo ich aussortiert, weil ich nichts, weil ich keine Ahnung habe. Ich sage mal kurz den Server für Team Fortress 2. Und zwar ist das der GSG TF2 Server bei www.gsg-team.com. Ich gehe jetzt mal drauf, wir spielen auf Gold Rush. Das ist ja eine Map, auf die Consolero schon seit einiger Zeit warten, dass es auch auf die Konsolenversion kommt. Mhm. Für die PCler ist es natürlich schon gang und gäbe, dass weißt diese Map du, da ist. Weißt du, ob die kostenlos sein werden, die offiziellen Maps, auch für die 360, weil es gibt ja zum Beispiel für Halo regelmäßig Legendary Abzocke. Packs und so, ja, klar. Die kosten dann immer Geld. Ich weiß nicht, wie es mit den 360 aussieht. Ich bin kein Consolero. Nee, ich weiß es halt tatsächlich nicht. Ne? Natürlich, es gibt eine Philosophie, muss man sagen, bei Xbox Live. Deshalb Map-Packs oder auch Spielinhalte, wie jetzt bei Mass Effect mit Kollisionskurs, einfach mal Microsoft Points bzw. Geld verlangt wird. Aber bei Halo ist ja mittlerweile so, dass dann nach einiger Zeit die Maps kostenlos dazukommen. Also, muss man warten einfach. Muss man ein bisschen warten. So, warum geht das hier nicht? Ich muss hier noch ein paar Sounds runterladen. Wenn das jetzt in den nächsten 3 Sekunden nichts wird, dann switchen wir den Server einfach. 1, 2, 3. Ui, Frechheit, ne? Das kann doch nicht sein, was geht denn heute alles schief? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, mein junges Herz, ich schaff das. Das ist wieder gut, dass du da bist. Ja, ja. Weil wir müssen jetzt wahrscheinlich neu starten. Ja, leider. Wir das kann ja mal passieren. Das kann wirklich mal passieren, aber das ist wirklich, dass der PC-Bereich in letzter Zeit halt wirklich anfällig dafür ist, ich verstehe es nicht. Ja, ich habe auch immer gedacht, dass es nur am Dennis liegt, dass es irgendwie so ein Virus ist, den nur Dennis irgendwie als Wirt das Gegenteil hat. Aber jetzt, heute zeige ich mal, komm, ich lasse meinen Kollegen nicht im Stich. Ne? Ich mach dir mal einen Vorschlag, das dauert ja alles doch ein bisschen länger. Ja. Und wir haben ja unseren Fixbereich, die reparieren die ja immer alles. Und die können nicht nur reparieren, die können auch einspringen. Was machen wir? So ungefähr muss sich Frankenstein gefühlt haben, als er sein Monster zum ersten Mal mit einem Blitz durchzucken ließ und hinterher feststellen wollte, ob er lebt. Gerade ist nämlich der Ladebalken an ein Ende gelangt. Ja. Und ihr wisst, die Situation hatten wir eben auch. Da ist das komplette Spiel abgeraucht. Jetzt warten wir drauf, lädt das Spiel oder raucht es wieder ab? Ich mach jetzt einen Vorschlag. Wir warten einfach. Wir lassen dem Spiel Zeit, es sich in meinem Rahmen zu entfalten. Das ist ja auch ein ganz interessanter pädagogischer Ansatz. Hoffen, dass es einfach wirkt. Verstehst du, man darf so Spiele nicht immer dazu zwingen. Ja, dass man darf sie nicht drängen, das stimmt. Ja? Das ist so. Habe ich letztens bei der Super Nanny das gleiche mit Kindern gesehen. Man soll die ja nicht dazu drängen, Leistung zu erbringen in einem bestimmten Moment, sondern man soll sie entwickeln lassen, Raum geben. Ja? Ja, das ist wirklich, also da kannst du ja mal so ein Buch drüber schreiben. Ja. Und dann vielleicht werden Schulen nach Naruto-Pädagogik.
Naruto. Naruto, ja. Genau. Ja? Das Klettenmeier-Gymnasium. Das ist halt wieder so der Fluch dieses Jobs, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Du sitzt so hier, ja, kriegst SMS, die dir sagen, dass du dick bist und aussiehst wie eine Anime-Figur. Und, oh, es lebt. Ja, ja. Das sieht gut aus. Okay. Oh Gott, wir sind drauf. Wahnsinn. Warte, warte. Nicht gleich weg. Wir wollen ja noch zeigen, wo wir sind. Da sind wir nämlich. Welcome to SG Fun Arena. Die Spaßgemeinschaft. Ist genau. Ein random ausgewählter Server. Richtig. Aber danke, dass ihr den zur Verfügung stellt. Der war leer, ne? Richtig, der war leer. Der war komplett leer. Ja. Ich nehme jetzt hier mal den Demo-Man. Und jetzt werden keine Leute kommen. Oh, ich glaube, da stürmen gleich richtig viele Leute, die mal mit dir spielen wollen. So, SG Fun Arena, www.withfun.de. SG mit einem Pluszeichen davor. funarena.de. So. Ja, kannst du ja schon mal einen Vorteil verschaffen. So. Genau, ich laufe jetzt hin und mien jetzt hier schon mal alles zu. Der Demoman ist nämlich einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich. Ja, ich kann ihn nämlich an Holz und anderen Oberflächen so Minen platzieren und mit der rechten Maustaste dann zum Explodieren bringen. Sind die auch bewegungssensitiv? Wenn da einer drüber läuft? Ja, das weiß ich nicht, weil ich bin so gut, ich bringe die immer schon vorher zum Explodieren. Deswegen ist es bei mir nicht nötig, dass die Gegner drüber laufen. Ja. So, jetzt haben wir oben noch diesen Timer. Ist noch reichlich Platz, ne? Reichlich Luft, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt oben diesen Timer und dann geht's los. Also, wenn man jetzt suchen möchte, muss man erst das Plus eingeben und dann das SG, Plus und dann noch SG ein Plus. Und dann noch ein Plus. Genau. Das ist nämlich der Clan-Name. Ja. Gibt es auch eine Internetseite, ne? Ja, ja. Wie ist die da jetzt? www.withfun.de. Ja? Ja. Da steht die. Hier. Ah, da. Ja. Genau. Und da stehen auch die Serverdaten. Also nochmal. Plus. SG plus Leerzeichen Fun Arena. Kann man dich auch nach dir suchen? Als Spieler? Oder nur, wenn man dich in der Freundesliste hat? Nur, wenn man mich in der Freundesliste hat. Du heißt Counterpunkt Gamer. Genau. Mhm. www.withfun.de. Oh, jetzt sind da... Ah, Tesla, Silent Bang. So, jetzt können sie nicht losgehen. Bei Gold Rush geht es nämlich darum, dass wir diese Lore von einem Punkt zum anderen bringen. Und je mehr Spieler da in der Nähe sind, umso schneller düst diese Lore ab. Guck mal, also jetzt füllt sich der Schlag eigentlich... Das lag einfach daran, dass die Leute auch ja neu starten mussten. Dann mussten die connecten. Ja, genau. Bei denen ist das auch abgestürzt. Ja. So, hier haben wir schon einen Kollegen. Pylorus. Wir haben hier noch zwei Zuschauer, die jetzt hier noch warten, im Feld einzutreten. Okay, also da ist quasi die Bombe drin in diesem Wagen und den muss man dann zur gegnerischen Basis einfach rollen lassen. Irgendwas. Ne? Richtig. Ja. So, jetzt muss man natürlich da in der Nähe, in der Bewegung bleiben. Okay, jetzt kommen wir schon, jetzt sind schon fünf Leute drauf. Oh, da ist einer. Engineer. Hab ihn. First Blood! In der deutschen Version gibt es einen kleinen Unterschied. Da zerbersten die Charaktere nicht in Blut oder sowas, sondern eher in so Spielzeugfiguren. In so Spielsachen zerfallen, wie hier. Also hier Komfatti. Dieser Pinata-Style. Ja, ich finde, das ist eigentlich, zum allerersten Mal würde ich sagen, ja, das wurde gut zensiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder was gut zensiert, da kann man, da ist jetzt sehr viel Freiraum für negative Interpretation. Aber grundsätzlich finde ich das nicht störend jetzt. Also ich finde, das passt gut zum Style. Ja, ist ja eh so ein Comic-Look, da muss man jetzt nicht unbedingt mit Gedärm arbeiten. Was momentan auch wirklich ein Trend ist, Battlefield Heroes zum Beispiel ist da momentan ganz groß im Kommen. Ja. Das stimmt, das hat auch diesen Look. Da gibt es auch zum Teil schon so Minifilmchen, die dann die verschiedenen Klassen so ein bisschen einführen, wie das ja hier auch der Fall war. Gab es ja lauter lustige Filme im Vorfeld, die dann wie Sniper und Heavy sie alle hießen, vorgestellt haben. Wie gesagt, ein super cooles Multiplayer-Spiel auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir auch schon, jetzt ist voll. Full House. So, und dann geht's hier hoch. Es gibt hier auf der Bahn mehrere Checkpoints, die man natürlich ablaufen muss. Oh, da ist ein anderer Demo-Man. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Oh Mann. Wow! Puh, das war knapp. Ja, das scheint sehr am Kämpfen sein. Kannst du nicht einfach einen Umweg nehmen? Du hast da oben an Dings. Ja, genau, ich gehe jetzt hier einfach rechts rum. Ah, der Medic, das ist ja nett. Das ist sehr gut. Hi, Medic.
So, was ist hier los? Ich komme nicht. Oh, Connection Problems. Auto-Disconnect. Nein, nein, nein. 17, 16, 15. Ja, Auto-Disconnect. Wir sind zu krass.